Virologe Christian Drosten teilt via Twitter aus und attackiert seine Kollegen, auch wenn er keine konkreten Namen nennt. Deutlich wird er trotzdem für diejenigen, die jetzt behaupten, nicht gehört worden zu sein. Ihr hattet die lauteste Presse, ihr habt stetig gestichelt, wenig gelesen, gute Vorschläge zerredet. Ihr bringt bis heute keine Inhalte und jammert über mangelnde Resonanz. Mit seinen Worten kommentiert Drosten einen Tweet von Virologin Isabelle Eckerle von der Universität Genf. Eckerle hat sich nämlich darin über die Versäumnisse im Sommer Luft gemacht.